Hallo und herzlich willkommen zum Item Shop Watch bei guildnews.de. Mein Name ist Eklis und heute stelle ich euch die Wirholz Rucksack und Gleitschirm Combo vor. Im Englischen heißt sie Tanglewood Glider and Backpack Combo und es ist der bucklige Verwandte vom Druidenstein. Bitte sehr, hier einmal der Rucksack. Vier Farbkanäle, sowohl auf dem Rucksack als auch auf dem Gleiter, denn das ist ja seitdem die Umhänge da sind Standard. Ja, ein bisschen plattgedrücktes Holz, aber ansonsten Holz. Vier Farbkanäle, wenn ich es richtig sehe. Einmal die Äste, der große Ast, die Blätter und das Blau. Färben wir es einmal ein, dann nehmen wir auch den Gleiter mit dazu. So, machen wir die Blätter schön grün. Nee, das sieht man nicht. Machen wir hier in Rot rein. Es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Aber so seht ihr wenigstens alle. Also wie gesagt, große Äste blau, dann die Steinchen sind jetzt hier rot. Blätter habe ich ein bisschen dunkler gemacht, damit man sie erkennt. Und die kleinen Ästchen, Würzelchen sind gelb. So, selbes Spiel beim... Laufanimation. Gibt es keine. Er bewegt sich halt statisch mit der Rückenbewegung der Charaktere. Das war's. Auch keine besondere Kampfanimation oder so. Also, vergiss das. Die Bubbles hier sind wischen. Vergiss das. So, Gleiter. So, machen wir zuerst mal, wie es eingefärbt aussieht und dann am Ende nochmal normal. Wir haben ja genügend Sprunghöhe. So, eingefärbt. Sehr schön. Hier, einmal kurz die Vorschau für euch. Großartig, nicht wahr? Der ist ein bisschen größer. Ist ja auch ein Gleiter. Er muss ja euer Körpergewicht halten. Klingt logisch, gell? So. Wunderschön. Nach vorne gelehnt, nach hinten, links, rechts, auf, zu, beziehungsweise zu, auf. So, jetzt das Ganze nochmal in den Standardfarben. So. Was haltet ihr von dem Gleiter? Würdet ihr ihn euch holen? Ich finde es. Also, als Gleiter sieht das schön aus, der Rücken. Nein. Seht ihr das genauso? Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Wenn ihr es anders seht, ebenso in die Kommentare schreiben. Ansonsten liken, abonnieren nicht vergessen. Gerne auch teilen in den Communities, in denen ihr seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.